Ich bin drin. Jetzt. So, Sehr schön. erstmal wieder den hier lesen. So, und jetzt hat auch mein Handy gecheckt, dass ich da bin. Wetterbericht. Ich Willkommen, müsste den willkommen. Alert mal ein bisschen lauter machen. Ich höre das einfach nie, Oh, wenn wird es den ganzen irgendjemand Tag mich regnen? edit. Ach, verdammt. So. Dann hallo an YouTube. So. Muss ja alles seine Formalität Heute haben. neutrale Geister. Und Leben vom Land sagt. Obstbäume, sie brauchen eine volle Jahreszeit, um zu wachsen, also plane im Voraus. Wenn etwas das Gebiet um euren Baum herum blockiert, wird das Wachstum beeinträchtigt. So, Obstbäume dann endlich herangewachsen, reifen jeden Tag neue köstliche Früchte für die Jahreszeit heran. Zeit zu sparen. Oh, wir haben ja 5000. What? Jo. Hä, hatten wir letztes Mal so viel Geld gemacht? Wir haben unglaublich viele Pastinaken geerntet. Wir können noch ein paar Eieieiei. kaufen, oder? Nee, sind nur noch 3 Tage. Ich werde dir auch noch eine schenken, wenn ich eine finde. Ich habe es dir gestern versprochen. Ja, gut, dass mein Stream heißt, ich will keine Pastinaken mehr sehen. Das ist mir so egal, du kriegst trotzdem eine. Und du wirst ein Herzchen über dem Kopf haben, ob du es willst oder nicht. Ich Das nehme es einfach kannst du nicht mir an. wirklich sehr Ha! teuer. Ich muss sie ja nicht annehmen. Du lehnst Geschenk von mir ab. Wenn es eine verdammte Pastinake ist schon. Aber sie ist von mir. Da ist ja nicht mal eingepackt, ja? Wenn ich von außen sehe, dass es eine Pastinake ist. Siehst du nicht? Doch, sehe ich. Bald ist Sommer, dann gibt es eh keine Pastinaken mehr. Was brauchen wir denn dann? Goldsachen, dass wir davon genügend machen? Ich glaube, ich gucke da nochmal nach. Pfirsich, glaube ich, war's. Ah ja, okay, das sind Obstbäume. Dann sollten wir. Da hätten wir aber Das können jetzt noch wir einen eben. Obstbaum pflanzen müssen, wenn es eine ganze Jahreszeit braucht. Nee, der braucht die ganze Jahreszeit, aber nicht das ganze Jahr. Ja, aber dann hätten wir doch jetzt einen Obstbaum pflanzen müssen, damit wir dann im Sommer überhaupt ernten können. Dann kommen wir Wenn wir sowieso den im erst in einem Sommer Jahr. ernten, klappt das ja sonst nicht. Pflanzen. Ist Ach ja im so, ja, dann Herbst, im lass uns doch Herbst. noch schnell Obstbäume kaufen. Ja, muss mal gucken, wie viel ein Pfirsichbaum kostet. Wir haben 5000, der kostet nicht mehr. Bist du sicher? Ich habe auch welche für 8000 gesehen gehabt. Aber ich weiß nicht, welche das waren. Ich schau gleich mal, wenn die Gießkanne leer ist. Heute ist eh wieder ein bisschen ruhiger mit nur zwei Leuten. Wir können momentan auch nicht so viel machen, ne? Weil jetzt Saatgut aussehen bringt nichts. Ja, Angeln Ohne und Mine, ne? Supergönner. Angeln um ihn, ja. Das ist so am Ende von der Jahreszeit. Geschenke können wir noch machen. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Amethysten hätten, wäre super. Oh. Ja, was denn jetzt? Geh weg! Geh weg damit! Ich werde allergisch auf das Zeug! Ich spuck's dir vor die Füße! Geh weg! Ich möchte was Gib's der Katze! schenken. Lass mich in Ruhe! Nur ein ganz kleines. Wo bist du denn hin? Ausgetrickst! Du bist wieder zurückgegangen. Wie fies. Ich habe hier so ein schönes Geschenk für dich. Es war die letzte, die ich gefunden habe. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß! Na gut, Ich will dich dann wirklich nicht mehr halt nicht. sehen. Dann halt nicht. Hast du schon alles fertig gegossen? Kaufst du jetzt den Baum? Ich kann es machen, aber ich wollte eigentlich Ding ins Gemeindehaus gehen. Heute gibt es keinen Auftrag, zumindest schon mal. Gucken wir doch mal. Obstbaum. Pfirsichsetzling, kostet 6000. Oh nein, die Ojakröte wollte ich nicht mitnehmen. Ja, dann. Ist nämlich einer der teuersten. 6000 Granatapfel und Pfirsich sind die teuren. Ich gucke nochmal, ob es wirklich Dann Pfirsich war. kaufen wir den morgen. Ist auch Wie okay. gesagt, ich gucke nochmal, ob es wirklich Pfirsich war. Ich gehe nochmal ins Gemeindehaus gucken. Dann gehe ich derweil jetzt mal in die Mine. Wo lagern wir denn den Kiefernteer ein? Kiefernteer? Du meinst den Ja. Harz oder was? Kiefernteer. Eine penetrante Substanz, die aus Kiefernsaft gewonnen wird. Ich glaube, du meinst Ich den habe schon Plätzchen gefunden. Harztropfen. Und ich glaube, den haben wir schon irgendwo gelagert. Ja, ich habe schon gefunden. So, Mineralien hierhin. Was brauche ich denn? Nutzpflanzenqualität. Wir brauchen. Nee, das sind. Was sind das? Das sind nicht Pfirsiche. Das ist Mais im Sommer. Also Pfirsiche, Mais und Kürbisse. Und wir brauchen nur zwei davon noch. Und nicht. Pfirsich und der Pfirsich, für was für eine Jahreszeit ist der? Nee, ist das ein Pfirsich? Es steht nicht dabei, ich kann auch da nicht drauf gehen mit dem Zeiger, was das ist. Ich sehe es nur optisch. Warte mal, was für ein Bindel war denn das? Doch, Melone. Nutzpflanzen. Entschuldigung, ich kann mit dem Mauszeiger drauf gehen, aber es geht mit dem Das sind Controller nicht. Melonen, du hast Melone, überhaupt kein Kürbis und Gewiss. Mais.
Braucht man noch. Melone ist im Sommer und Mais ist, glaube ich, sogar im Sommer und im Herbst. Hier, Nutzpflanze Sommer. Und im Sommer brauchen wir Tomaten, Peperoni, Blaubeeren und Melonen. Generell für das normale Paket. Ja, die kriegen wir locker hin. Das sind halt wieder die üblichen von allem was. Ist sowieso das Schöne, weil man die oft pflanzen muss. Gibt's eigentlich Winter? Gibt's gar nicht in der Bündel? Herbst? Doch, Herbst. Handwerk, und wir müssen Tier. Sammeln Gewürzbeere, Weintraube und Edelwicke beim Sammelsachen. Bündelschmied. Goldbarren brauchen wir noch. Hallo, Tene, warum? Ich lese schon wieder ganz vor, Hallo, Tene. So. Wunderschön. Du kennst den Namen schon und liest ihn trotzdem so vor. Ja, das war jetzt gerade so eine spontane Überreaktion. Keine Ahnung. Wenigstens habe ich das X hinten nicht ausgesprochen. Ich muss mal gucken, wie ich dich bei Discord mute, damit du nicht immer irritiert bist, wenn ich mit fremden Menschen rede. Weil du kennst den ja auch. Nee. Den Push-to-Mute einfach einrichten. Der ist auch von Donnys Stream. Der war online, Donzi. Wo wir da auch geschrieben haben. Donzi, Entschuldigung, nicht Donny. Jetzt werden hier schon Leute verunglimpft, ja. Zu viele neue Leute, die ich innerhalb von einer Woche über den Stream kennengelernt habe. Und alle haben sie Nicknamen, als ob man sich das alles merken könnte. Das ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie für ein Jahr nach China geht oder sowas und dann die ersten 10 Menschen, die man kennenlernt, und die heißen alle irgendwie total schräg und das kann sich kein Mensch merken. Nee. So, ich gehe jetzt in die Mine. Mach das, ich pack mal unseren Blumenkohl, wer davon braucht. Oder soll ich von dem Goldblumenkohl was aufheben? Gib halt mal, ich weiß es halt nicht. Ich darf ja auch nicht mehr nachgucken, weil das ja Cheaten ist. Ich heb mal ein paar Goldblumenkohle auf, für den Fall, dass wir das irgendwo mal benutzen wollen. Sag ihm nicht, dass ich den Namen falsch gesagt habe, dem Donzi. So. Warum haben wir eigentlich so viele Blumen aufgehoben? Holy shit. Blumen? Ja, wir haben einen Haufen Jazz und Tulpen aufgehoben. Das sieht nur so aus, es sind insgesamt auch nur 6. Es sind aber verschiedene Farben, das war halt das Problem. Ja, darf ich davon ein paar Farben wegmachen? Nein, weil es ja 6 Stück sind. Aber wir haben blauen Jazz und blauen Jazz, die nicht aufeinander stacken. Warum? Ja, weil die halt verschiedene Farben haben, aber ich wollte ja 6 Stück von jedem haben. Das heißt dabei, das blaue ist Jazz, aber es sind unterschiedliche... Wow. Ja, das sind halt hellblau und dunkelblau. Normalen Blumenkohl heben wir aber nicht auf, den verkaufen wir, oder? Da habe ich auch 6 Stück von, falls wir dafür Quests haben. Wir hatten doch schon den überbackenen Blumenkohl, die Quest. Na gut, dann haben wir ganz schön viel aufgehoben. So. Aber Silberpastinaken brauchen wir nur wirklich nicht. Und Silbernarzissen auch nicht. Meinetwegen. Und Silbermeerrettich auch nicht. Dann haust halt weg. So. Und Silberlauch auch nicht. Bei Teamspeak ist automatisch plus der Hotkey für Muten. Ich guck mal, ob ich dich muten kann. Nein, ich bin nicht. Wir sind nicht bei Teamspeak. Aber ich bin nicht gemutet, ne? Nee. Na, dann geht's nicht. Automatisch muss ich das mal als Hotkey einrichten. Ja, und so Leute, die so heißen, lieber Tinne, die spreche ich einfach nicht aus. Dann sage ich, ey du hast was voll Cooles geschrieben. Oder so. Sag einfach, du kannst Sims nicht lesen und fertig. Er droht gerade damit, mich bei Donzi zu verpetzen. Mach das. Hat sie verdient. Mach das nicht. Warum haben wir hier ein Artefakt noch drin liegen, was nicht abgegeben ist? Und warum bin ich so unterlevelt, dass ich irgendwie hier 10-mal auf was einschlagen muss, bevor irgendwas passiert? Obwohl ich das bessere Schwert bekommen habe vom... Oh, ich hätte das noch bessere... Ah, nee, das hat er im Inventar wahrscheinlich, gell? Weiß ich nicht, ob er das irgendwo abgelegt hat. Nee, ich fürchte nicht. Ich habe hier nur eine Axt, die abgelegt wurde aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ja, weil ich in der Mine bin und Platz brauche. Dann nehme ich doch nicht meine Axt mit. Wer bin ich denn? So. So, wir schmelzen noch ein bisschen Quarz. Kennst du schon Stardew Valley, Tinne? Wahrscheinlich kennt das. Also ich hatte letztens tatsächlich jemanden, der kannte Dota überhaupt nicht. Also der wusste gar nicht, was das ist. What? Ja, sowas gibt's. Kann mir gar nicht vorstellen. Ja. Mineralien konnte man auch spenden, oder? Ah, ich vermute mal, Felix hat schon fast alles gespendet, was man spenden kann. Oh, es ist wieder 19:50 Uhr. Ja, also ich muss mal ein bisschen angeln. Innereien hast du gesagt, gell? Ich habe aus irgendwelchem Grund Innereien verstanden. Ja, kann man Innereien spenden? Oh. Eine eiserne. Jawoll, ja. Meine aktuelle Schwert macht 4 bis 8 Schaden und hat plus 2 Geschwindigkeit. Und ich habe eins gefunden mit 12 bis 25 Schaden plus 1 Verteidigung. Klingt sinnvoll. Okay, es macht mich langsamer, aber das ist quasi die AWP der Schwerter. Voll gut.
200 Spielstunden. Hat jemand ordentlich reingesuchtet, genauso wie du. Ja, das war mir ähnlich, ja. So, dass du gestolpert bist, das geschieht dir recht, ja. Aber wer jemanden verpetzen möchte, der verdient sich anders. Nichts mit Verpetzen zu tun, die Leute müssen die Wahrheit über dich erfahren. Puh. Wahrheit über mich. So. Wenn wir dann schlafen gehen, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo den Mute-Button finde. Wobei, ja, doch, oder? Ja. Du musst das einrichten. Du musst einfach ein Hotkey einrichten für Muten. Dann gehe ich jetzt mal früher ins Bett. Ich kann hier jetzt eh nicht mehr viel machen. Und dann... Ja, plus 3 Gewicht. Das ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Das kann übrigens sein, wenn, dass wir deswegen langsamer oder schneller laufen, weil wir andere Gewichte haben. Okay. Ich glaube, ich laufe jetzt nämlich langsamer. Seit ich das Schwert im Inventar habe. Wir hatten doch nicht seit Anfang an anderes Gewicht, oder? Nee, ja, wir können nachher mal ein Wettrennen machen. Was ist ein Gewicht überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wo sehe ich denn das? Wenn ich nichts zum Kämpfen mit habe. Ich weiß nicht, vielleicht bezieht sich das Gewicht auch echt aufs während des Kämpfens, aber ich habe keine Ahnung. So, du wolltest aber eigentlich mit mir drüber reden, dass man in Dota schwerer reinkommt als in LoL. Hä? Das hatte ich vorhin angesprochen, dass ich finde, Dota ist als Einsteiger schwieriger als LoL. Und hast du gemeint, ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Achso, ich habe mich gerade umgekehrt verstanden, das hat mich verblüfft. Ja, können wir gleich machen. Ich gucke jetzt nur noch schnell nach dem Hotkey. Nicht überfordern, ne? Jetzt muss ich mich nämlich noch einen Moment konzentrieren. So. Discord. Wo mache ich das denn? Wo? Oh. Einstellungen, Tasten oder sowas. Hotkeys, glaube ich. Einstellungen, mein Konto. Nee, das war da unten. Sprache, Hotkeys. Da musst du einen hinzufügen. Hinzufügen, ja. Push to mute. Das heißt, ich kann es gedrückt halten, wenn ich was sage. Das ist richtig. Cool. Oder du kannst halt auf Umschalten stellen. Guck, und dann machen wir jetzt mal V. Hast du mich gerade gehört? Nee. Nach V habe ich nichts mehr gehört. Oh, Hofarbeitsstufe 5. Hä? Hatte ich die letzte schon ausgewählt? Ackerbauer oder Viehzüchter? Ich will Ackerbauer sein. So, jetzt können wir auch wieder zu unserer Diskussion kommen und Twitty ist schon eingestiegen, neuer Zuschauer, und sagt, Dota ist umständlicher, alle reden Russisch. Und LOL ist für kleine Kinder. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob du sowohl Dota als auch LOL dissen möchtest mit dem Kommentar.